So. Ich hab nur so gesagt, wo ist das Problem? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem etwas ernsteren Video heute auf meinem Kanal. Ich habe mir zwei Jungs eingeladen und wir wollen heute über das Thema YouTube Deutschland sprechen. Und zwar war das gewünscht, ich habe gefragt, ob ich darüber ein Video machen soll. Alle haben eigentlich gesagt, die kommentiert haben, mindestens im zweiten Satz, macht darüber ein Video, würde uns auf jeden Fall interessieren, auch wenn es mal diesmal nicht um Technik geht, weil wir glauben, YouTube ist das neue Fernsehen. Es steht eine ganze Menge Potenzial hinter und trotzdem gibt es so Leute wie Leon Mascher und was weiß ich, ApoRed, wenn wir noch mehr darauf eingehen, ja, die das Ganze irgendwie nicht so ernst nehmen und da die denken, sie müssen die Zuschauer verarschen. Ja, und das mache ich hier mit zwei Kumpels zusammen. Stell ich mal erstmal vor, wer ihr seid. Also, ich bin der Marcel, bin 18 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Kaufmann im Eisernen, was das relevant ist. Genau, ich bin der Marc, mich kennt man vielleicht vom Zweitkanal. Garantie. Von den Belitzer Heilstätten, da war ich ja auch mit, bin selber auch 18 Jahre alt, bin auch Kaufmann im Einzelhandel, bei Minimax, also Elektroniktechnik. Also nicht ganz fremd. Nicht ganz fremd, ja, ich habe auch bei Nico schon in der Firma als Praktikant gearbeitet, eine Woche. Deshalb kenne ich mich auch ganz ein bisschen mit der Materie aus. Ansonsten YouTube generell bin ich so gut wie immer und jeden Tag dabei, also schaue auch mir verschiedenste Videos an. Von Let's Plays bis hin zu Diskussionen, zum Beispiel The Floyd und Merkel. Ja, also das fand ich auch mega interessant, dass die Merkel ihn benutzt hat. Ne? Ja, das ist richtig das krass. Das ist hart, Alter. Cool, da haben wir noch ein Thema gefunden, siehst du, danke. Ja. ich gucke mir so viel an, ich gucke mir Gameplays an, ich gucke mir Technikvideos an, zum Beispiel von Nico, weil mich das halt selber auch interessiert. Ich bin selber auch DJ, Eigenwerbung. Wir haben ja auch schon viel zusammen gemacht, so. Ich meine, der Scheunenjob war auch total geil. Ja, der Scheunenjob, der war wirklich... Nikos Gigs zu sehen. Okay. Ja. Und wir wollen halt generell in erster Linie über YouTube Deutschland sprechen. Was ist in den letzten Jahren passiert? Wie verändert sich YouTube an sich? Was hat es für Potenzial in 2017 und in der nahen und fernen Zukunft? Was in 2016 rund um YouTube passiert ist? Mit verschiedensten YouTubern. Ansonsten wird ja YouTube mittlerweile auch als Werbeplattform für vielerlei Beauty-YouTuberinnen benutzt. Und, aber auch Technik eigentlich in jedem Bereich gibt es das mittlerweile. Ne? Das ja. Durch Product Placement. Was mich ja ankotzt beim Product Placement ist gar nicht mal, dass es gemacht wird, sondern eher, wenn es nicht gekennzeichnet wird. Ja, richtig. Das nervt mich viel mehr. Also wenn zum Beispiel Felix Bar ist, ein sehr guter YouTuber, finde ich, der sagt eigentlich immer oder schreibt es immer irgendwo rein, unterstützt durch bla bla bla. Und sei es LG oder was weiß ich. Aber Leute, die, sage ich mal, versteckt Werbung machen, die können mich direkt mal am Arsch, weil das ist genau abseits vom Konzept von YouTube. Das sind ja nun mal leider hauptsächlich Beauty-YouTuber teilweise. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und das ganze große Problem daran ist, die YouTuber stehen nicht hinter ihren Produkten. Ja, an sich ist es einfach so, dass die Hersteller sagen, pass auf, wir schicken dir irgendwas zu und du sagst, das ist geil und dafür stecken wir dir 50.000 Euro in den Arsch. Natürlich sagen die nicht nein, weil wäre ja bescheuert, so viel Geld loszulassen. Genau. Das mach ich zum Beispiel nicht. Ich habe auch schon Anfragen bekommen, von wegen, zeig unser Moving Head, sagt er, ist geil und du bekommst nicht so viel Geld. Habe ich auch nie gemacht, werdet ihr auch niemals sehen, weil das ist nicht ehrlich. YouTube, finde ich, muss eine ehrliche Plattform sein und vor allem eine kreative Plattform, weil das größte Problem ist, jeder kennt, glaube ich, Coldmember von damals, die Außenseiter. Hm. Die kennt jeder noch, White Titty. Das waren so die ersten großen YouTuber, die wirklich ihre, sage ich mal, 7 bis 8, 10 Jahre, was weiß ich, ihre Existenzberechtigung hatten. Und die haben aber nur Dinge gemacht, die kreativ waren. Genau. Mittlerweile ist es aber so, dass, wie zum Beispiel Bibi, hallo meine süßen Mäuschen, ja, dass unsere kleine Bibi mittlerweile davon ihrem Geld abhängig ist. Genau. Sie macht es gar nicht mehr, weil sie darauf Bock hat. Oder vielleicht zu einem ganz kleinen Prozentanteil, weil sie darauf Bock hat. Sie macht es hauptsächlich wegen des Geldes. Ja. Weil sie ist mittlerweile hauptberuflich bei YouTube unterwegs und ist deswegen auf das Geld angewiesen. Deswegen ist sie gezwungen, Content zu bringen. Aber weil sie halt deswegen Geld macht, leidet darunter die Unterhaltung, der Content. Das ist auch so, dass die ganzen großen YouTuber, Dagi Bee, Bibis Beauty Palace, Leon Mascher, ApoRed, Montana Black, Flying Uwe auch. Und ich fand Monte damals so cool eigentlich, ne? Ja. Das ist mittlerweile. Alter, wir haten hier gerade so viele YouTuber. Ey, es ist so viele Schüsse, wie hier fliegen. Es ist ja kein richtiger Angriff, es ist nur eine Feststellung. Und wenn sie irgendwas dagegen sagen wollen, dann können sie das ja gerne machen. Ja, das ist, sie können ein Statement dazu setzen. Das würde uns sogar freuen, in dem Sinne. Genau. Also Montana Black 88, wie er damals genannt wurde, jetzt wird er nur Montana Black genannt. War früher ein sehr guter YouTuber, wie er mit seinen Drogengeschichten und seiner Ausbildung, bla bla bla. Die Real Life Stories, genau.
damit gesprochen hat, darüber gesprochen hat, war wirklich sehr interessant und auch sehr lehrreich. Also man hat wirklich am Ende des Videos eine Moral draus gezogen. Aber jetzt zur Zeit, seitdem er, ich sag mal meine persönliche Meinung, seitdem er von seiner Oma ausgezogen ist und sein Opa und seine eigene Wohnung hat, ist er einfach nur schlechter geworden. Meiner Meinung nach, er prahlt nur noch mit dem, was er hat. Sei es jetzt sein neuestes Video, wo er sein Zimmer vorstellt und dort sagt, wie viel diese Sachen noch wert sind. Steigt mir zu Kopf, würde ich fast sagen. Genau. Er sagt einfach, ja, der PC hat 6.500 Euro gekostet und der Schreibtisch ist eine Sonderanfertigung, der hat 1,6 gekostet. Es ist einfach nur noch, ja, er geht einfach nur aufs Geld. Was der Super Nintendo, das fand ich ja echt der Oberknaller. Genau. Ich finde fucking Super Nintendo. Also, naja, er hat dann seine Glasvitrine mit seinen alten Oldschool-Games gezeigt. Dort hat er noch einen alten N64, der noch original verpackt ist. Insgesamt soll die ganze Glasvitrine mit dem N64 15.000 Euro zusammen kosten. Was ich mir persönlich nicht vorstellen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem, ich würde niemals irgendwo auf die Messe rennen und sagen, guck mal, meine Kamera, die kostet 3.000 Euro. Ja. Guck mal, das interessiert die nicht. Ist doch scheißegal. Und wen es interessiert, ja mein Gott, das war, glaube ich, nur der kleine Anteil der Zuschauer. Und ich glaube, viele würden sich die alten Reader-Stories Alltag in Call of Duty eher anschauen als das Neuere. Ja. Ist einfach so. Es ist auch einfach viel interessanter. Und ja. Zur Verteidigung, muss man natürlich sagen, die großen YouTuber haben prinzipiell nichts anderem mehr Zeit, als halt YouTube als Beruf zu machen. Es sind ja Vollzeit-YouTuber. Eben, ja. Weil sie können nicht nebenbei noch arbeiten oder sonst irgendwas, wie normale Menschen. Das ist ihr Hauptberuf. Ja. Aber genau deswegen müssen doch die Videos eigentlich umso besser werden, weil sie viel mehr Zeit dafür haben und viel mehr investieren können. Eigentlich genau. Ja, theoretisch ja, aber irgendwann kann ich mir schon vorstellen, dass du als YouTuber einfach keinen Bock mehr hast, so viele Videos an einem Tag zu produzieren und hochzuladen bzw. zu schneiden. Ich meine, so eine Schneidarbeit, das weißt du am besten, das nimmt einfach ewig lange Zeit. Habe ich ein Gegenargument, ganz klar. Julian Bam. Muss nicht jedem gefallen, aber ey, der Typ macht also so wie, ganz selten, oder ich glaube gar nicht, Product Placements. Ja. Er ist Vollzeit-YouTuber mit seinem ganzen Team, mit Vince, mit Crispy Rock, keine Ahnung, und mit Jimmy. Ja. Und es ist einfach so, die hängen sich irgendwie eine Woche komplett in ein Projekt rein. Die arbeiten Tag und Nacht daran und machen am Ende ein fettes Video und haben immer noch Bock darauf. Warum andere nicht? Genau. Wieso andere nicht? Ja, so wie ein Problem daran ist, bei den ganzen YouTubern, bei den ganz großen YouTubern, seit Montana Black, Dagibi, Dagibi macht das ja weniger, bei den Gaming-YouTubern, bei den Lifestyle-YouTubern, dass sie den ganzen Merch rausbringen und dafür so viel Schotter kassieren und nebenbei noch Product Placements machen für andere Produkte. Das ist einfach nur Geldabschneiderei, ganz ehrlich. Entweder sollen sie sich für eins entscheiden oder es sein lassen. Entweder bringen sie ihren Merch raus, kassieren dafür fett Schotter oder die machen nur Product Placements. Ansonsten beides ist einfach nur, gut, jeden seins, aber Geldabschneiderei und Geldgeil. Man muss natürlich dazu sagen, die großen YouTuber, die halt auch Merch verkaufen von sich aus, mit ihren Logos zum Beispiel oder sonstiges, haben vielleicht Herstellungskosten von, weiß ich nicht, 25 Euro. Das habe ich auch gesehen, das ist auch manchmal ziemlich hoch. Also es gibt die wirklich Erfolg damit haben, die machen richtig Schotter, aber die damit anfangen, wie Mimi zum Beispiel, klängen gar nicht, also die verdienen gar nicht mal so viel damit. Das ist ganz verschieden, glaube ich auch. Das kann man, glaube ich, nicht extrem pauschal sagen. Ja gut, aber sie verkaufen es halt trotzdem für mal eben 50 Euro. Ja, ja, klar. Und das, wenn man es überlegt, bei Bibi's Beauty Palace, ja, also generell die Beauty-Kanäle, die verkaufen teilweise irgendwelche Produkte, wo man sich denkt, Alter, wer braucht das? Ja. Das ist Shampoo. Ja. Bilou. Oder von Sony das Handy. Das war geil. Das war das Unifone. Genau, das war von Sony. Das hatten wir gar nicht bei uns im Auto, sag ich schon. Im Einzelhandel hatten wir es gar nicht erst ins Sortiment genommen. Würde ich auch gar nicht machen. Direkt gegen Weigern. Ey. Ich meine, das Video von Alexi. Ich werde das Video von Alexi Bexi mal in die Videobeschreibung packen. Weil das ist sowas von geil, weil das Babyform, wer das verarscht. Weil ganz ehrlich, das war doch auch nur wieder extremes Marketing, extrem seht mich an. Und vor allem hat, ich glaube Sony sogar, hat da die Aufmerksamkeit gesucht durch Bibi. Die wollten die ganzen kleinen Mädchenfans ansprechen, die gar keine Ahnung haben, was sie eigentlich machen. Ey, das ist voll hart. Ja. Und genau das gleiche wie auch in dieser blöden Bravo-Zeitschrift. Da wird gesagt,
von wegen YouTuber machen das als Hauptberuf und ich habe es selber gehört. Ich kenne Leute, die arbeiten als Hortnerin und ich habe damals auch ehrenamtlich sogar ein Grundstudium Musical als Techniker gemacht. Kein Witz. Und ich höre wirklich kleine Mädchen, weiß ich nicht, 12, 14 Jahre alt, wenn ich groß bin, möchte ich YouTuber werden. Ja. Und da dreht sich mir der Hals um. Vor allen Dingen viele Mädchen, Mädchen auch Jungs, man weiß ja nie, die halt zum Beispiel diese ganzen Beauty-Kanäle gucken. Die kaufen deren Produkte, die sie vorstellen, meinetwegen. Der YouTuber an sich verdient damit Geld über Rafflinks bei Amazon oder sonstiges. Hm. Kriegen dadurch richtig viel Geld teilweise. Das Problem ist einfach, die unsere Generation, also die nächste, die nachfolgende Generation, werden so stark dadurch beeinflusst, weil sie einfach diese Videos schauen, weil es für sie praktisch YouTube das neue Fernsehen ist. Ja. Früher war es Fernsehen, heute ist es YouTube für die ganzen jungen Erwachsenen und Kindern. Mein Fernseher ist auch aus. Ich gucke nur noch YouTube, Amazon Prime und ja, ist so. Ja. Also nichts anderes mehr. Bei wem ist das nicht so? Keiner hat Bock auf Werbung. Ja. Und wenn wir schon bei Werbung sind, das ist auch ein Hammer, dass manche echt ihre Videos über 10 Minuten strecken, um da jetzt nochmal tausendmal Werbung zu schalten. Würde ich sagen, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber diese ganze von wegen, dass kleine Mädchen denken, ich will YouTuber werden, ist eine komplett beschissene und falsche Einstellung. Ich sag, wie es ist. Weil ganz ehrlich, YouTube hat keine Perspektive in dem Grund. Du hast kein festes Einkommen. Ja. Du bist von der RPM, oder ich glaube CPM heißt das, je nachdem, wie viel Geld du pro Klicks, pro Abonnenten und pro, was weiß ich, Genre kriegst, ist extrem abhängig vom Monat. Genau. Was glaubt ihr, warum im Januar keine Videos kommen? Weil YouTube in dem Zeitraum extrem schlecht bezahlt. Wieso macht jeder im Dezember extrem viele Videos? Weihnachtsspecials, Adventskalender. Ich will gar nicht jeden damit ansprechen. Ich meine, ich glaube, viele machen es wirklich nur, weil sie Bock drauf haben, aber nicht alle. Weil YouTube im Dezember am meisten zahlt. Weil im Dezember ist es so, da kaufen alle die Geschenke für Weihnachten und da wird schön die Werbung geschaltet, mit Absicht natürlich, für ganze Produkte. Und deswegen kaufen Leute den ganzen Quatsch. Im Januar ist der ganze Spuk vorbei. Da kauft keiner was. Was hat denn, also mal, um das Thema mal kurz zu beenden, was hat YouTube für ein Potenzial in 2017 und in der Zukunft? In der Zukunft sehe ich YouTube als das, so wie jetzt schon, die stärkste Videoplattform, die wir weltweit haben. Ja. Es ist so. Tipfisch kommt da nicht ran, da kommt auch Vimdu oder was weiß ich, wie auch immer der Teil. Nee, nicht Vimdu, wie heißt das? Vimeo. Ja. Genau. Oder wieso? Genau. Vimdu ist eine komische Reise. Hat nicht, Vines hat zum Beispiel, also Vines.com, glaube ich. Vines. Die haben ja jetzt dich gemacht vor kurzem. Die haben dich gemacht. Krass. Ich glaube. Nee, doch, Vines war das. Vines hat echt dich gemacht. Mhm. Mussten ihre Seite halt, ja, zumachen, weil sie einfach, also es wurden keine Videos mehr hochgeladen. Wahrscheinlich Insolvenz, lohnt sich gar nicht mehr, das Ganze überhaupt zu betreiben. Richtig. Mein YouTube ist ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass YouTube die anderen vernichtet. Ich würde einfach sagen, die machen es einfach besser, ganz einfach. Ja. Und man muss auch mal ehrlich gesagt sagen, da gab es auch ein echt schönes Video vom Julian. Viele haten YouTube. Es gibt ja viele, die sagen, YouTube, warum bist du so schlecht geworden und so weiter. Es ist nicht YouTube, was schlechter wurde. Es sind die Leute, die schlechter wurden. Das müssen die Leute auch begreifen. YouTube versucht ja was dafür zu tun, dass auch die weniger Abonnenten gesehen werden. Es klappt nur noch nicht. Aber sie versuchen es. Mit den Trends zum Beispiel wollen sie angeblich das so machen, dass auch die Leute mit weniger Abonnenten gesehen werden. Klappt noch nicht so ganz, aber es ist das Vorhaben. Ja. Und es gibt auch, wie gesagt, dieses Video von Julian Bam, werde ich auch mal unten verlinken, meinetwegen. Mir egal, könnt ihr gerne mal reinschauen. Da sagt er am Ende, Hashtag dank YouTube, weil ohne YouTube an sich und diese Plattform wäre es gar nicht möglich, dass wir überhaupt zu euch reden könnten, dass überhaupt diese Kommunikation stattfindet, dass wir überhaupt ein viel besseres Medium als Fernsehen haben. So muss man es ja auch mal sehen, finde ich. Ja. An sich ist es eine mega geile Plattform, sie kann nur noch besser werden und sie wird auch besser. Wenn sie einen Algorithmus mal in Gang kriegen. Richtig. Und vor allem müssen die Leute mal langsam mal das in den Griff kriegen, wie zum Beispiel Leon und ApoRed, die ihre Zuschauer verarschen. Vor allem müssen die Zuschauer aufgewacht werden, dass die mal raffen, ey, den Typ, den ich eigentlich so anbete, der ist eigentlich gar nicht so geil. Ja. Aber das muss erstmal passieren. Ja. Das Problem ist halt auch, dass teilweise zum Beispiel Leon Mascher und ApoRed halt illegale Dinge tun. 24 Stunden. Ja. Was ist denn das? Ey. Das ist Einbruch. Ganz kurz, weiß einer von euch, ob da jetzt schon was rausgekommen bei ist, ob das wirklich nicht abgesprochen war? Keine Ahnung. Die haben eine Anzeige bekommen wohl vom Mac? Angeblich, ja. Und stand wohl bei Bild.de. Bei Bild.de stand es auch. Gutes Beispiel. ja gut, Schlagzeile, ne? Nur Uno. Kleine Anspielung. So, ja, aber an sich, ich glaube eher, die wollen es eher vertuschen, was dabei rausgekommen ist. Volle Kanne.
Da ist 100 pro irgendwas rausgekommen, aber die wollen es halt vertuschen. Ich meine, das... Ob eine Geldstrafe, Freiheitsstrafe etc., keine Ahnung. Das Schaffen finde ich viel schlimmer. Ja. Dass sie es einfach machen, ist sowieso die... Ja, da gibt's aber ein verdammt geiles Video, müsst ihr mal gucken. Ich will keine Werbung machen, aber ich feiere den Typen Klängern. Falls ihr auch noch nicht kennt, ey, ohne Scheiß, gönnt euch Klängern. Der klärt das auf irgendwie, also nur von diesen speziell. Verarscht ihr auch so ein bisschen, ist sehr mein Humor, ist sehr lustig. Auch Miguel Pablo ist auch so ein Depp, den ich nicht abkann. Tut mir leid, falls du es guckst, aber bist halt ein Depp. Ja, ganz ehrlich, wie kann man denn sich damit feiern? Weißt du, so eine Lebensmittelverschwendung machen, aber wir schweifen völlig davon ab. Ist ja völlig egal. Vor allem bei Kentucky Fresh Air, KFC, 50 Kilogramm Chicken. Ja, trage ich ganz was einfach. Was nicht mal 50 Kilogramm waren! Es waren einfach nur 4 oder 5 so Buckets. Ja. Und das ist niemals 50 Kilo. Also ich kann auch irgendwie 15 Kilos Eimer tragen, für 12,5 wäre das ja denn. Ich könnte auch 4, 12,5 Kilo Eimer einfach so locker tragen und zugeworfen werden. Das kriege ich auch locker. Aber jetzt, irgendein YouTuber hat auch schon darüber ein Video gemacht. Es sind nicht mal 50 Kilogramm waren. Ich weiß jetzt aber nicht viel. Ja, klar. Aber wir schweifen schon viel zu sehr ab. Ohne Scheiß. Ja, tut mir leid. Es ist, wenn man dann so drin ist. Weil, ihr müsst wissen, wir haben hier so eine kleine Liste vor uns. Was die wir gar nicht beachten. Ja, wir haben eine kleine Liste vor uns, wo wir halt unsere Themen aufgeschrieben haben und wir beachten sie einfach gar nicht anscheinend. Aber das macht uns ja auch aus, würde ich fast sagen. Ja, dass wir halt frei rausreden können. Ja. Was ich aber sagen wollte, ist einfach, es gibt ein Video von Mimi. Der wurde beim Webvideopreis oder bei der Gangtour, ich bin mir gerade nicht sicher. Bei der Gangtour war das. Bei der Gangtour? Da war er bei uns im Astra in Berlin am Haubentaucher. Stimmt, genau. Und er wurde von Leon Mascher, von Apo Red, von, wie heißt er, Kojo? Heißt der Kojo? Ich glaube Kojo, oder ich weiß nicht, ob da auch Matt Matan dabei, ich weiß gar nicht. Waren auf jeden Fall vier. Simon Destiu war auch dabei. Simon Destiu, ja. Die invertierte, weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendwie Sonnentypi, ach, weiß ich nicht. Mehr oder weniger. Also, ich muss jetzt bewusst dazu sagen, die YouTuber, die Kremt aufgezählt hat, gucke ich nicht. Also, kenne ich jetzt auch persönlich nicht. Ich hab zwar schon mal was über die gehört, aber. Freiwillig gucken wir die auch nicht gerne. Nee. Aber die machen sich halt so, die stellen sich so im Vordergrund, dass YouTuber, die man gerne mag, auch über die berichten, weil sie einfach so verdammt hohl sind, dass es einfach durchkommt. Und ganz ehrlich, um deine Anschreibung mal zu unterstützen, was mit Media angetan wurde, finde ich einfach unter aller Sau, dass es heutzutage passieren kann, dass er von anderen YouTubern überfallen wird, weil man die Wahrheit über die sagen möchte, finde ich ja absolut krass. Also wer das Video nicht kennt, wie gesagt, auch in der Videobeschreibung, alles voller Links, naja. Aber guckt euch an, das Video von Mimi ist verdammt wichtig und um auch zu wissen, worüber jetzt unsere Diskussion anfängt, muss man das Video gesehen haben auf jeden Fall. Ja,